und Ruffy nicht töten. Lass mal Ruffy jetzt am Leben. Ruffy, ich töte dich. Hab ich gegessen, erste Runde. Okay. Wie wär's denn, wenn du mich mal am Arsch leckst? Schon wieder, Tracker. Was ist das denn? Ich verstecke mich jetzt hier oben. Oh. Hallo. Rot hat Rot gefunden. Smaggy down, Smaggy down. Wuhu! Ja, in der Küche. Da wäre ich auch da umgegangen. Da in kam Knechti her. Ach, nee. Doch. Also ich kam aus dem Gang, ja. Aber ich bin nicht aus der Küche gekommen. Sondern? Was Licht hast du nicht gefixt? Warte mal, ist der Kill? Nee, ich war auch bloß bei Weapons. Ist der Kill während dem Licht passiert? Ja. Ich glaube schon, ja. Dann ich kann war... ich Henry für den Kill ausschließen und Ju, verlass mich jetzt nicht. Komm schon. Ju, musst du auch rausnehmen, oder? Also, ich habe auch Cheesy auch dort gesehen, ne? Also, sie verlobt sich mit mir und erkennt mich nicht mal wieder. Das nur, ich meine, es war ja auch dunkel. Ja, nur weil das Licht aus ist, okay. Also, Cheesy, wen haben wir da alles gesehen bei Kitchen? Dich, Franz, glaube ich, da? Nee, ich bin aus dem Fun-Room raus. Ja, aber du warst da über dem Gang drüber. Wer war denn da noch? Da waren noch zwei andere. Howie ist ganz rechts, bin ich gerade in der Ecke. Ja, wer war denn da jetzt gerade bei dir? Du warst doch bei Admin-Room unten, Howie. Ich bin gerade erst reingelaufen. Wer war denn da von den anderen beiden? Das weiß ich nicht, weil ich bin gerade erst reingelaufen und habe nicht drauf geachtet. Meldet sich jetzt keiner? Ich glaube, ich kann Flask und Suali rausnehmen. Ich glaube, Schenchen, oder? Kurz nach dem Kill in den Fun. Hä, warum melden die sich denn nicht? Ich glaube nicht, dass man von dort aus wenden kann. Ach stimmt, Sternchen war bei uns, Faru. Warum heißt Sternchen war bei uns mit drin auch? Ich habe Katze nicht gesehen, aber ich war mit Faru. Ich war oben rechts in der Ecke und bin dann rausgelaufen links. Also ich habe dich aber auf jeden Fall gesehen. Okay. Also zwei waren gerade noch mindestens in Hallways und die melden sich gerade nicht. Ja. Ich habe gesagt, dass ich im Hallway bin. Aha. Beziehungsweise jetzt zum Schluss war ich in der Library und irgendjemand war in den Camps und hat's gesehen. Das, was der Erste gemeint hat, ist es gerade aufgeploppt, da standen gerade irgendwie 3-4 Leute gleichzeitig. Was ich nicht verstehe, ist, warum Terste verwirrt ist, dass der Imposter sich nicht callt. Das ist schon fast. So Terste komplett, so zwei Leute im Gang callen sich. Das geht ja nicht, das geht ja gar nicht. Einer von denen muss doch Mörder sein, warum sagt er uns das nicht? Ja, eben, ja. Völlig, verstehe ich nicht. Das war bestimmt wieder Faro. 100 Pro. Nee, den kann ich leider rausnehmen für den Killer. Aber wenn du nächste Runde einen Sass auf ihn haben möchtest, halte ich mich einfach von ihm fern und sag dann, geh mit drauf. Du kennst doch die Map, ne? Ich bin ein bisschen durcheinander wegen der Vents. Gibt es einen Vent aus Kitchen in Richtung. Ich kenne die Vents nicht. Ach, Scheiße. Ich glaube nicht, dass Flask oder so alle den Kill gemacht haben. Ja, warte mal, Library, da geht, glaube ich, der Vent links Meeting-Raum, ne? Aber nur nach links, ne? Knechti ist da reingelaufen. Geht nicht nach rechts irgendwas. Naja. Ich glaube nach links, ja. Oh. Ja, Knechti, warte, wir bleiben einfach mal hier stehen. Noch keine Leiche. Und der Bomber. Oh, oh, oh. Was?
Was? Oder ist jemand weggelaufen? Nein, nein, sie ist, sie hat sich geopfert. Also, ich weiß nicht. Sie hatte keine Lust mehr. Sie ist einfach reingelaufen. Sie ist einfach reingelaufen. Aber ich dachte, weil es so am Rand war, dass ich denjenigen, der reingestochen hat, noch finden kann. Aber, oh, na gut. Oh Mann. Also sie ist reingelaufen, aber sie war ja eine neutrale Rolle, ne? Also Jackal, Vulture oder sowas, ne? Arsonist, Vulture, ja. Naja, gut, oh, ja, wir haben einen Bomber drin. Hm. Die Bombe lag eher so rechts im Gang, aber unter Admin Room, vielleicht auch noch in Admin Room. Irgendwie so dort. Echt? Bis dahin ist die gegangen? Ich dachte, die war viel weiter unten. Wie groß ist die? Also, die ist wirklich groß. Ich war im Security Room, also ich kam jetzt und der Bombenrand ging bis zum Security. Also das Weapons fällt. War komplett drin und Anfang Medical sozusagen. Hast deswegen du den nicht runtergestellt auch, von der Range? Ich dachte, doch, 60. Ein bisschen hoch sogar noch. Du kommst schon niemals da raus. Aber wenn du in Cams war, weißt du, dass ich bei Fun Club mit der Leuchtekatze spiele. Also da leuchtet gerade eine Cam, da stehe ich davor. Kann, ich weiß noch nicht genau, wo die Cams alle sind. Sternchen, was im Kitchen, ne? Nee, also nee. Ja, schon was länger her, aber ich war. Ja, und dann bist du hochgelaufen nach Admin, ne? Nee, ich war in Weapons. Ich würde so Ali als Bomber rausnehmen. Ich bin aus Kitchen raus in Weapons rein, aber hab da gerade meine Tasks gemacht und dann ging die Bombe und dann bin ich da Richtung Medical raus. Ja, ja, also ich war Hallways und da ist jemand an mir vorbeigelaufen an Kitchen, nach Kitchen, da ging gerade die Bombe los. Nee, da war ich in Weapons. Ich war da Mann für Sternchen, ich hab's nur. Dann kann ich aber Terster auch rausnehmen. Ja, ich glaube, Knechti hat die Bombe auch nicht gelegt. Übrigens, Knechti und ich waren beide in der Trap oben links Meetingraum. Also ich glaube, Soali hat es zeitlich die Bombe nicht legen können. Wir waren zusammen mit Weapons, aber Soali kam, glaube ich, reingelaufen. Da war ich gerade fertig mit den AKs. Ja, ich weiß nicht, woher Flesk kam, aber ja. Die Bombe Flesk war auch da oben im Meeting Room. Hat jemand gesehen, wo die lag, die Bombe? Im Gang? Ja, wie gesagt, ich war ein Admin. Licht und so. Ja, vielleicht bin ich in Admin gecrossed, bevor ich zur Verhandlung gegangen bin, wenn ich mich nicht täusche. Ich war ein Admin und bin ich runtergelaufen, Hallways in Richtung Weapons. Und dann war die Bombe da. Und da habe ich, glaube ich, Sternchen gecrossed. Und Soali dann Franz und Soali. Ja, genau. Also in meiner Rolle kommt ein E vor für den Tracker. Für den Trapper. Nein, für den Trapper, nicht Tracker. Für den Tracker, ne? Ja, ich habe mich versprochen, ich bin schon lange live. Auch. Trapper, nicht Tracker. Scheiße. Huch. Oh, passiert, ne? Passiert. Was die, du bist noch nicht voll mute. Ja. Ach, der erste. Ja. Franz und Soali haben den Kill beide nicht gemacht. Was war ich für Katze? Arus Bomber. Was machst du da? Ich stehe rum. Ja, aber du hast da eine Blutspur dahin gezogen. Also das ist nicht meine Blutspur, aber ich finde es gut, dass der Mensch mich nicht umgebracht hat. Er konnte ja nicht. Ja, wer ist denn dann da in Chamäleon? Ich bin keine Snitch, der hat mich leben gelassen, ich lasse ihn leben. Katze, der hat dich nur leben gelassen, weil er einen Cooldown hat. Ja, aber das ist doch trotzdem, der hätte auch hier Hackmack machen können. Ja, aber... Hey Katze, wenn meine Pistole leer ist, dann habe ich dich nicht verschont. Dann habe ich nur nicht die Möglichkeit gehabt, dich... Man hätte es mir auch richtig wehtun können, indem du mir gegen Schienbein trittst oder so. Also das ist schon möglich. Aro, warum führt von der Bombe eine blaue Fußspur weg? Also ich kann Cheesy für den Bomber rausnehmen, weil die Bombe... geht gar nicht drauf ein. Ignoriert es komplett. Nee, warte mal. Nicht. Weil Cheesy und ich, wir waren im Fun Club und die Bombe... Ah, sein. Ja, also ihr wart im Fun Club und was ist dann passiert?
Nichts, da war eine Bombe weiter oben geplatzt. Aber die war irgendwo weiter oben, also außerhalb. Ich glaube nämlich, so wie Faru reagiert, ist Faru nicht der Bomber. Ja. Aber warte mal. Ich glaube auch, dass Faru nicht der Bomber ist. Lass mal skippen. Ich bin mir nicht sicher. Also ich habe irgendwas Pinkes gesehen noch bei uns. War Vlessa oder zu Ali? Ich war auch im Funclub zusammen mit Faru. Die Blutspur, also die Blutspur ging zu den Schlüsselsachen, zu der Schlüsseltask. Oh, die ging nach rechts in den Gang. Da könnte auch der Bomber unbedingt ungefähr platziert haben. Zu welcher Schlüsseltask? Wo ist die? Hast du da denn noch in dem Gang zwischen Library und Funclub. Und dann steht da Katze. Ja. Und sonst keiner. Das ist richtig. Und die Blutspur ging bis über mir. Ja, ich glaub, das heißt, da ist entweder jemand unsichtbar geworden über dir. Ja. Oder die Blutspur hat aufgehört. Wie ich schon sagte, da steht ein Chamäleon. Oder die Blutspur hat aufgehört und du bist doch ein Stück nach unten gegangen. Und das ist natürlich auch möglich. Also Franz und Zoali sind beide links, genau. Die würde ich beide rausnehmen. Und Knechti war auch links und der wurde gerade gegessen oder hat sich vergessen. Aber das bedeutet auch, Knechti kann nicht Bomber gewesen sein. Wir vier sind raus als Bomber. Terste, Zoali, Knechti, Franz. Ja. Und Faru und Vlesk. Faru? Doch. Ja, vielleicht gab es einen Funclub von unten. Ich weiß aber nicht, ob also da ein Event hinführt oder sowas. Na, Katze ist nicht raus. Die Katze ist entweder Jester oder... Ich weiß, wer der Bomber ist, aber ich werde hier nicht snitchen. Wenn ihr mich voten müsst, dann müsst ihr nicht voten. Katze war nicht bei uns. Nein, Katze ist einfach voller Ehre. Katze steht ja in dem Gang da. Ja, und in diesem Gang wurde die Bombe platziert ungefähr. Nein, um das nochmal aufzulösen. Der Bomber ist definitiv mit der Bloody-Spur, oder der Killer auf jeden Fall, mit der Bloody-Spur bis über mich gelaufen. Ich stand rechts out of range von der Bombe und der ist da unsichtbar geworden. Da steht ein Chamäleon. Das Ding ist halt, dass die Bombe aufgetaucht ist, nachdem Pink von... Ich hab mein Schweigen nicht gebrochen, Bomber. Please, please, remember you. Glaub ihr nicht. Oh, ja. Ach, well. Sag ich doch. Dann war er doch geworfen. Dann war er doch böse, okay. Item ist ein bisschen der Bomber. Ja, das ist aus Versehen gewesen. Das war nicht ich wusste halt nicht, ob du in der Falle warst. Ja, ich hab da reingesteppt. Okay. Oder ob du dich da einfach bloß hingestellt hast, um zu warten, dass da jemand reintritt und du siehst, wer es ist. Ach, du hast mich als Trapper gegessen, okay. Mhm. Ah, ja. Ich war Tracker. Ich habe sogar aus Versehen meine Rolle gecallt, weil ich wieder lost war. Ja. Ich wollte Trapper sagen, aber hab Tracker gesagt. Ja. Ich habe die Radios einfach nicht gesehen von der Bombe. Es war bei mir perfekt. Oh, nach der Katastrophenrunde müsst ihr ja nicht auch noch eine spielen. Ja, Freunde. Ich bin mal raus. Ciao, macht es gut. Ja, ciao. Freunde, an der Stelle vielen Dank fürs Dabeisein. Einmal frei sein. Danke fürs Zuschauen. Schreibt gerne einen Kommentar und lasst ein Abo da, wenn ihr Bock habt. Würde mich sehr freuen. Und gerne den neuen YouTube-Channel abchecken. Tschüssi.